Meine Lieben, hier bin ich wieder mit einer Wochenlegung für euch. Und zwar die Legung für die Woche vom 22.07.2024. Etwas später eingestellt, weil ich am Wochenende gearbeitet habe und jetzt Montagmorgen die Legung aufnehme. Wir schauen mal, was sind die Energien diese Woche. Im Moment haben wir eine sehr hochenergetische Zeit. Für unbewusste Menschen kann es auch sehr schnell in Aggression und Streit umschlagen. Man muss also sehr achtsam sein. Es ist eine aufwühlende Zeit, aber auch eine Umbruchs- und Transformationszeit. Also geht achtsam durch diese Woche. Wir schauen mal, was auch die Karten energetisch noch dazu sagen. Was kannst du tun, um damit gut umzugehen und wo kann es dich dann hinführen? Ich habe dafür folgende Decks verwendet. Mein eigenes Kartendeck, da habe ich jetzt gerade das Büchlein nicht zum Zeigen, aber das ist ja mein eigenes Copyright. Dann habe ich das Osho Zen Tarot Deck dafür verwendet, die Seelenmedizin von Lisa Bieritz und für eine zusätzliche Impulskarte und Information aus dem Deck Heilige Geometrie von Jean Rouland und Murat Karacay habe ich diese Karte gezogen. Dann schauen wir mal, was diese Woche angesagt ist. Es geht um die Anziehung, das Gesetz der Resonanz. Das Gesetz der Resonanz und die Anziehung besagen, dass man das anzieht, was man auch ausstrahlt. Früher haben die Menschen gesagt, so wie man in den Wald hereinruft, so schallt es heraus. Und wir alle kennen vermutlich Bücher wie The Secret oder Law of Attraction. Da geht es um dieses Gesetz der Anziehung, dass man Schöpfer seines eigenen Lebens ist und dass man sich alles das erschaffen kann, was man möchte, was man geistig schon in Besitz nehmen kann. Ganz so einfach ist es allerdings nicht, denn das Gesetz der Anziehung ist eins von sieben hermetischen Regeln, eins von sieben Lebensgesetzen und man muss das Ganze schon im Kontext sehen und man hat sein eigenes Bewusstseinsfeld, ja, aber man schafft das kollektive Bewusstseinsfeld ja nicht alleine. Das Ganze ist also etwas differenzierter. Nichtsdestotrotz wirst du mit deinem Mentalfeld, mit deinen Taten, mit deinen Gefühlen dein Bewusstseinsfeld auf jeden Fall schaffen und dadurch auch beeinflussen können, mit was du in Resonanz gehst und was nicht, was dich also mehr touchiert oder weniger. Also insofern ein ganz, ganz spannendes Gesetz und diese Woche solltest du dir dessen bewusst sein. Du musst nicht alles auf dich beziehen, was nicht so gut läuft. Du musst nicht zum Beispiel, was ich vorhin sagte, dass viele Menschen im Moment mit diesen Energien nicht umgehen können und dann vielleicht Streit suchen. Du kannst dann dem Gesetz der Anziehung gemäß in der Ruhe bleiben, Frieden ausstrahlen und dann wird das Ganze auch viel glimpflicher ausgehen. Da könnte man jetzt natürlich noch Stunden drüber reden, über das Gesetz der Anziehung. Dann haben wir die innere Stimme. Höre diese Woche auf deine innere Stimme. Was sagt dein Gefühl? Was sagt deine Intuition, wenn du etwas entscheiden musst? Wenn du dich für etwas, wenn du etwas abwägen musst? Wenn du vielleicht Veränderungen vornimmst? Höre auf deine innere Stimme. Dann wirst du auch einen guten Weg gehen können. Und dann haben wir noch frühere Leben. Also beschäftige dich nochmal mit den Dingen, die in deinem Leben sind, wo du vielleicht in diesem Leben keine Antwort drauf findest. Also zum Beispiel, warum ziehe ich immer die und die Sorte Menschen an? Warum passiert mir das immer wieder? Warum habe ich diesen einen Charakterzug, der sonst nicht so wirklich zu mir passt, was so schwer zuzuordnen ist? Das hat oft mit früheren Leben zu tun. Und da muss man jetzt nicht zwingend Rückführungen machen und in Therapie gehen, sondern da kann man einfach mal schauen, was in meinem Leben ist, wo ich immer wieder so ein bisschen drüber stolper. Dann findet man auch oft diese Themen und da kannst du diese Woche dran arbeiten. Höre auch da auf deine innere Stimme und schau, was du anziehen möchtest, was du manifestieren möchtest, was für dich da, um es mal ein bisschen platt zu sagen, unterm Strich rauskommen sollte. Was kannst du tun, um diesen Prozess zu beschleunigen? Ja, die Ahnen, das passt natürlich jetzt super. Beschäftige dich mit deinen Ahnen. Du hast ja auch Ahnen, die noch leben. Und da kannst du auch das Gespräch suchen. Du kannst fragen, Oma oder Opa, wer war denn ähnlich wie ich? Du kannst schauen, mit wem habe ich Charaktereigenschaften, die ähnlich sind. Und auch dann findet man über die Ahnenreihe schon so
charakterische Züge, die auch mit früheren Leben oft zu tun haben. Dinge, die sich wiederholen in der ja, transgenerativ halt, ne? Da kann man dann viel von lernen. Man sagt ja so oft, ja, er wird immer mehr wie sein Vater oder wie seine Mutter. Und da kann man so gucken. Das sind oft so Sachen, die transgenerativ über viele Generationen, also dann auch über frühere Leben, weitergegeben werden. Beschäftige dich mit diesem Thema diese Woche. Da wirst du Antworten finden. Ja, aber bleibe nicht am Vergangenen haften. Das ist ganz wichtig. Das Ganze solltest du dann natürlich auch nutzen und nutzt dazu auch deine innere Stimme, dass das Ganze auch einen auflösenden Charakter hat. Schau es dir an und schau nach dem Gesetz der Anziehung, was ja diese Woche sehr stark ist, in welche Richtung du das lenken möchtest und es wird dir dann auch gelingen. Geburt, ja. Und du wirst schauen, es wird wie eine Neugeburt sein. Also was möchtest du neu beginnen? Die Geburt ist ja auch immer ein Symbol für einen Neubeginn. Da hast du jetzt diese Woche gute Chancen mit der Ahnenarbeit, mit dem Gesetz der Anziehung und mit dem Loslassen vom Vergangenen wirklich etwas neu zu starten. Das kann im Außen stattfinden, dass du irgendetwas anfängst, was du schon immer mal wolltest, egal, dich gesünder ernähren, eine Sprache lernen, einen anderen Beruf ergreifen. Das kann aber auch im Inneren stattfinden. Das ist natürlich sehr individuell. Und wo kann dich das dann hinführen? Es führt dich in die Freude. Das ist ja wunderbar. Also trotz dieser schwierigen und aufwühlenden Zeit kannst du so mit deinen Energien und mit den Energien im Außen umgehen, dass du in die Freude kommst. Die Gemächlichkeit, die Schildkröte steht für die Gemächlichkeit und sie sagt dir, dann kommst du auch in deine Ruhe, in deine Gemächlichkeit, dann wirst du die innere Hektik und Unruhe verlieren. Wenn du dich mit diesen Themen beschäftigst, wenn du das Gesetz der Anziehung für dich ganz bewusst nutzt und wenn du Altes jetzt loslassen kannst, was du nicht mehr brauchst. Und dann wirst du schaffen, deine Visionen umzusetzen. Das passt ja ganz schön zur Karte hier, die Geburt, der Neuanfang. Was für Visionen hast du? Was möchtest du? Wo möchtest du hingehen? Wo möchtest du hinkommen? Und sei es auch im Inneren etwas verändern, zum Beispiel in diese Gemächlichkeit zu kommen, aus dem Stress und der Hektik des Alltags rauszukommen, in die Freude zu kommen. Also welche Visionen hast du da? Du hast diese Woche gute Chancen, sie zu erreichen oder zu starten, umzusetzen. Und dann schauen wir mal noch aus dem Deck der heiligen Geometrie, was es an Zusatzinformationen gibt. Das Auge Gottes, das Lichtbewusstsein. Alles wird gesehen. Kontrolliere nicht, sei verbunden und wirke im Licht. Ja, kontrolliere nicht, lasse diese Woche los, das hatten wir hier, lass Vergangenes los, nutze dein Lichtbewusstsein in Verbindung mit dem Gesetz der Anziehung und wirke im Licht, wenn um dich herum diese etwas auffühlenden Energien gerade spürbar sind. Du hast die Möglichkeit, gegenzuwirken. Du hast die Möglichkeit, zu besänftigen. Du hast die Möglichkeit, die Schärfe aus vielem rauszuholen. Nutze dieses Gesetz der Anziehung und entscheide dich dafür, was du selber ausstrahlen möchtest, um es in das kollektive Feld einzuspeisen. Ja, ihr Lieben, das ist die Legung für die Woche vom 22.07. Ich freue mich sehr über ein Like oder über einen Kommentar. Und ich wünsche dir eine friedvolle und freudvolle Woche.